Ja, also die Bewegung kommt von Arnold Schwarzen. Arnold Ehret, das war nicht lustig, Patrick. Auf jeden Fall von Arnold Ehret. Er hat damals behauptet, dass bestimmte Lebensmittel eben Schleime bilden bei dir im Körper und bestimmte das eben nicht tun. Ja, im Grunde genommen tierische Produkte und fetthaltige Produkte bilden Schleime, ja. Ich mache das heute so. Ich nehme das genauestens unter die Lupe, ob es doch vielleicht eine Mangelernährung ist, wenn man doch auf so viele Lebensmittel verzichtet. Nicht nur das, sondern auch ich versuche es wissenschaftlich zu verifizieren, ob es dafür Anhaltspunkte gibt, was dieser damalige Herr denn so gesagt hat. Genau. Schauen wir uns dafür zunächst erstmal die Liste an, und zwar von den Lebensmitteln, die dann auch Schleime bilden. Hier sehen wir zum Beispiel das Fleisch, Fisch, Eier, also alle tierischen Lebensmittel, ja, fetthaltige Lebensmittel, wie zum Beispiel Nüsse, ja, oder auch alle milchhaltigen Produkte, Butter und solche Sachen. Schleime bilden, aber auch Getreide, ja, und auch Pseudogetreide, ja. Und jetzt kann man sagen, was kann man noch essen? Alles klar, Bruder muss los, ich wandere aus. Hingegen schleimfrei, ja, Leute, keine Panik, Leute, die Wegwarte ist dabei. Die Wegwarte ist dabei, das ist der Hammer. Was ist die Wegwarte? Das ist, glaube ich, so ein Wildkraut ist das, glaube ich, ne? Wegwarte, alles klar. Auf jeden Fall, die Wegwarte ist dabei. Nicht nur das, sondern auch Blattgemüse, das heißt grünes Blattgemüse ist erlaubt, Obst ist erlaubt, Gemüse ist erlaubt. Ja, das ist so das, die Haupt, ja, Nährstoffe, sag ich mal. Ja, bestimmte Sprossen, Grüne sind auch erlaubt. Das heißt, auch Hülsenfrüchte, wie gesagt, sind nicht erlaubt. Pseudogetreide sind nicht erlaubt, normale Getreide sind nicht erlaubt und so weiter, weil die alle schleimbildend sind. Jetzt fragen sich Leute wieder, was soll ich denn essen? Ich muss wieder los. Das klären wir gleich nochmal. Ich habe so einen Ernährungsplan mal zusammengestellt für euch, aber das seht ihr am Ende des Videos. Bisschen Spannung und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Und zunächst habe ich einmal Studien gesucht, die gezeigt haben, dass bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch und Fisch und diese Sachen, habe ich alle eingegeben, Schleime bilden beim Körper. Und dazu gibt es eben keine Studien. Also das ist nicht belegt, was da gesagt wird. Erstmal, das muss man jetzt erstmal festhalten. Bis auf, ich habe was gefunden, ein Treffer, paar Treffer, bei Milch. Und zwar gab es auch eine Studie, relativ neue, eine der neuesten Studien, ich glaube, ein paar Monate alt. Und zwar, da wurde getestet, auch mit einer Kontrollgruppe dann dementsprechend, über die Beschaffenheit der respiratorischen Organe, schleimbildend natürlich, hinzielend, wie weit die sich verändert bei Konsum von Milchprodukten. Und dabei kam heraus, hier sehen wir zum Beispiel den Graphen, ja, Kontrollgruppe und Treatment Group, das ist natürlich, beide Graphen sehen wir natürlich auch, eine Verbesserung natürlich da eingetreten ist, bei denen, die keine Milchprodukte konsumiert haben. Jetzt kann man sagen, okay, das ist mit die neueste Studie und so weiter, die hat einen Zusammenhang zwischen den, wie soll man sagen, Milch, ich weiß nicht, wie das genannt hat, MME oder sowas, irgendein Milchphänomen oder sowas halt, wenn man es konsumiert, dass man dann schleimt, konnten die anscheinend eine Korrelation zusammenstellen. Aber wichtiger ist doch, gucken wir uns mal andere Studien an. Und zwar gibt es auch Studien, die genau das Gegenteil beweisen. Jetzt kann man sich sagen, ja, toll. Aber, sehr, sehr wichtig, hat Bartley 2010 einmal untersucht, und zwar kommt es auf verschiedene Faktoren an. Und zum Beispiel das Beta-Casomorphin 7. Das ist ein Exomorphin, was gebildet wird beim Abbau von Milchproteinen, ja, zum Beispiel Caseinen. Genau genommen das A1-Milchprotein, Casein. Und jetzt sind ein paar Begriffe zu klären. Also, Exomorphin, ja. Wichtig ist, Exo wird abgegeben, ja. Morphine sind in dem Sinne Süchtigmacher. Ja, wir kennen Morphium zum Beispiel, das ist ein Opiat. Warum ist das so? Vielleicht sollten es viele wissen, die Milch konsumieren, weil das Kalb soll natürlich an die Kuh gebunden werden dadurch. Ja, das muss jeder vielleicht wissen. Vielleicht kann jemand so vielleicht seine Milchsucht oder Käsesucht ein bisschen erklären. Das ist jetzt nicht irgendwie Hokuspokus oder so, das ist natürlich ganz klar wissenschaftlich, dass es sich hier um ein Morphin handelt, ja. So, und anscheinend gibt es bei dem Abbau einige Probleme, denn Darm passiert das, stimulieren die Mucosa-Sekretion, das heißt die Schleimproduktion, nicht nur im Darm, sondern auch in den respiratorischen Organen. Du weißt schon. Ja. Das heißt in der Nasengegend, ja. Und auch das konnte hier gezeigt werden. Und das Interessante ist, das Casein, ja, das, worum es sich hier geht, ja, es ist ein bestimmtes Milchprotein, vielleicht das nochmal zu klären. Es wird sehr, sehr langsam abgebaut, das ist ein Magerquark, deshalb sagen auch alle Bodybuilder immer abends den Magerquark, weil das Casein sehr, sehr langsam abgebaut wird, versteht
besteht nochmal aus verschiedenen Komponenten dieses Milcheiweißes, Casein, aus Casein, Beta-Casein auf K-Casein und AS1 und AS2-Casein, aber bei Kühen jetzt mal anders aufgebaut. Und das dauert eben sehr, sehr langsam, bis das abgebaut wird. Ja? Aber es gibt hier verschiedene Unterschiede, und zwar das A1 und das A2-Casein-Protein. Und was der Unterschied dann dementsprechend macht, wenn hier in der Studie wurde von A1 geredet, dass das A1, dass die geologisch getrennt sind. Das eine kommt mehr in Skandinavien vor, ne, das andere oder in Europa und das andere mehr im Süden, ja, auf Inseln und in Südfrankreich und solche Sachen. Und man hat tatsächlich dann auch gesehen in den Studien, dass diese nicht einheitlich war, ja, mit den respiratorischen Verschleimungen. Und das muss damit zusammenhängen, dass es anscheinend Unterschiede nochmal gibt in den verschiedenen Casein, ja, Konstitutionen. Anscheinend haben da irgendwelche Gendrifts oder Mutationen in der Evolution immer dazu beigetragen. Von daher so ganz eindeutig kann man das leider auch nicht sagen. Ja? Aber es gibt anscheinend doch schon irgendwelche Korrelationen. Ja? Langweilig. Da wir das jetzt auch geklärt haben, habe ich einfach mal eingegeben, mir eine Liste aus den Lebensmitteln zusammengestellt, was ich jetzt so davon essen würde, somit die gesündesten und so weiter. Und dann komme ich so auf 1800 noch was Kalorien. So ein bisschen niedriger, als was das die meisten vielleicht essen. Aber trotzdem einfach mal so, damit wir sehen, ist es eine Mangelernährung oder eben nicht. Ja? Und hier sehen wir, ich habe gegessen 500 Gramm Brokkoli, 100 Gramm Alfalfa-Sprossen, 300 Gramm Paprika, 400 Gramm Süßkartoffeln, Bananen 300 Gramm, Spinat 400 Gramm, Blaubeeren 300 Gramm, 5 Gramm Kelpalge und 300 Gramm Sellerie. So, dann kommen wir ungefähr auf 1800 noch was Kalorien. Jetzt schauen wir das Ganze doch mal genauer an. Und zwar sehr, sehr interessant, finde ich, als allererstes fand ich interessant Protein, ja. Weil jetzt immer sagen, okay, man hat keine Hülsenfrüchte, man hat kein Getreide und kein Fleisch, diese ganzen Sachen hat man alles nicht. Kommt man auf genug Protein? Hier sehen wir bereits bei 1800 Kalorien, sehen wir 83 Gramm Eiweiß und das ist definitiv genug, ja. Und wir sehen auch, jede Aminosäure ist hier gut gesättigt. Der begrenzende Faktor wäre hier dementsprechend somit das Lysin und das Leucin. Das Leucin ist aber immer noch mit 4,7 sehr, sehr gut. Man sagt, so 4 Gramm Leucin sollten definitiv am Tag konsumiert werden, damit die Proteinbiosynthese angeregt werden kann. Das ist dieser Vorgang für Neuaufbau, methodischen Neuaufbau, so gesehen von Zellgewebe, zum Beispiel beim Muskelaufbau und solche Sachen, muss die Proteinbiosynthese angeregt werden, damit neues produziert wird, neues Gewebe. Und darüber habe ich auch damals ein Video gemacht, warum manche keine Muskel aufbauen und so weiter. Leucin ist die entscheidende Aminosäure halt eben dafür. Ja. Die ist auf jeden Fall hier auch alles klar. Lysin ist meistens der begrenzende Faktor, kommt bald übrigens ein Video zu. Lysin, mega krass auf jeden Fall. Schön zu sehen ist auch, dass Methionin und Cystein, die beiden schwefelhaltigen Aminosäuren, sehr, sehr niedrig hier zu finden sind. Es ist eben so, dass auch viele Studien dazu gibt und die korrelieren und ist sehr, sehr interessant, die Studienlage dazu, dass man sagt, dass die tierischen Lebensmittel mehr von diesen Aminosäuren haben und damit etwas ungünstiger im Verhältnis sind und damit eher Krebs erregen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, kann ich vielleicht auch nochmal ein Video darüber machen, pro, contra. Hier aber sehr, sehr niedrig auch zu sehen, ja. Sehr, sehr schön. Also von daher an, für einen Otto-Normalverbraucher erstmal überhaupt kein Mangel, alles in Ordnung. Wenn man jetzt aber etwas mehr Kraftsport betreibt, ist das nicht ganz ausreichend. Man müsste quasi noch höher mit dem Grünzeug gehen. Deshalb ein Tipp für mich, an euch. Brennnesseln haben bis zu 7 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Da gibt es fast nichts, was mehr hat. Ja, also Brennnesseln ist wirklich ein ganz, ganz heißer Tipp. Ja, und ansonsten Weizengras. Und ansonsten wird es leider sehr, sehr schwierig. Von daher an kann man vielleicht Ausnahmen machen mit zum Beispiel gekeimten Hülsenfrüchten oder sowas halt, die vielleicht schon minimal grün sind, um dem vielleicht noch ein bisschen hier mehr zu entsprechen, dieser Ernährungsform. Denn je grüner etwas ist, desto mehr Stärke und so weiter ist abgebaut, desto weniger nach dem Schema hier schleimbildend ist es dann dementsprechend auch. Ja? Gut, das haben wir soweit abgefrühstückt. Ich würde hingegen Proteine etwas substituieren mit etwas gekeimten Hülsenfrüchten, um noch ein bisschen mehr zu machen, weil ich Sport mache. Aber so, jetzt schauen wir uns die Fette einmal an. Hier sehen wir auch alles in Ordnung. Ja, keine Transfette, perfekt. Cholesterin brauchen wir nicht, bilden wir selbst. Und Omega-3, Omega-6 sehen wir auch hier suffizient da. Aber jetzt kommt's, das Verhältnis entspricht 10:1. Und das ist unglaublich schlecht, muss man einfach mal sagen. Nicht unglaublich, aber es ist schon sehr schlecht. Ja, die meisten in Deutschland haben so 20:1. Aber 10:1 ist meiner Meinung nach nicht optimal. Wir wissen, dass Obst kein positives Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis hat, sondern nur Grünzeugen. Und zwar ein 1:1er, manchmal ein 2:1er positiv Omega-3. Das heißt, man müsste noch viel mehr Grünzeug essen, um das hinzubekommen. Das Problem, was ich hier sehe an dieser Ernährungsform, ist, dass wir keine Chiasamen oder Leinsamen konsumieren können.
Und die sehr schleimbildend sind. Wie sollen wir, das sind die einzigen beiden Lebensmittel, die positive Omega-3 zu Omega-6-Verhältnisse haben und ein paar Grünzeugs, wie zum Beispiel Rosenkohl oder so, weil davon muss man halt extrem viel dann halt essen. Ihr seht, da gibt es anscheinend eine Insuffizienz, finde ich, von Optimalität. Und von daher an können manche DHA und EPA aus Algen vielleicht hier supplementieren, aber Öle sind ja auch nicht erlaubt, aber man kann vielleicht kleine Ausnahmen machen, um dem besten entgegenzuwirken oder halt eben doch Leinsamen und Chiasamen etwas integrieren und da auch etwas gegenzuwirken. Das wäre jetzt mein Tipp. So, Vitamine und so weiter, alles gar kein Problem. Minerale auch kein Problem. Ich fand etwas schade, dass Silizium hier nicht aufgeführt ist. Was ich aber sagen will, Salz, da haben wir ungefähr ein Gramm, sagen wir mal. Ja, wenn wir noch ein bisschen mehr Kelb und ein bisschen mehr Sellerie, dann haben wir ein Gramm. Und ich finde, das ist auf jeden Fall erstmal ein Wert, mit dem kann man erstmal gut leben. Wenn es sehr, sehr warm draußen ist, ja, dann Natrium ist sehr, sehr essentiell für uns, ja, für die Natrium-Kalium-Pumpe halt eben. Ja. Wichtig ist natürlich auch für Aktionspotenziale, ja, Reizweiterleitung und so weiter, Nervenstimulation. Dann kann man mit Kokoswasser ein bisschen substituieren, sage ich mal, ja, um ein bisschen mehr Salz noch reinzubekommen in den Körper. Gerade wenn es sehr, sehr warm ist, sehr schwitzt, dann sollte man schon höher gehen, finde ich, als ein Gramm hier. Ja. Aber erstmal so, jetzt für nur noch 15, denke ich mal, da wirst du nicht von sterben. Und des Weiteren Selen-insuffizient und vor allen Dingen, ich denke mal, auch Silizium. Von daher mein Tipp hier, vielleicht doch die eine oder andere Paranuss integrieren oder halt eben Weizengrassaft. Ja, hat Silizium und Selen sehr, sehr hoch. Wir sehen, dass diese Ernährungsform anscheinend Selen-insuffizient ist. Und ja, das ist noch zu sagen dazu. Das kann man damit auch beheben. Und Vitamin D und Vitamin B12 natürlich auch nicht am Start, wissen wir. Kriegt ihr aber auf vitasomal.de. Bekommt ihr es natürlich, ihr wisst schon, was ich meine. Und das war's. Also mein Fazit. Also die Ernährungsform erstmal okay. Du wirst davon definitiv jetzt nicht sterben oder sonst was. Kann man sehr, sehr gut praktizieren. Ja, wenn du mit etwas mehr Leistungssport machst, noch viel mehr Grünzeug oder halt vielleicht doch ein bisschen gekeimte Hülsenfrüchte. Fette sind abgedeckt, aber nicht ganz im optimalen Verhältnis. Das musst du dir bewusst sein. Entweder isst du noch viel mehr Grünzeug, das musst du aber erstmal schaffen zu essen. Oder halt vielleicht nimmst du doch ein paar Leinsamen, Chiasamen rein oder supplementierst DHA und EPA aus Algen, vielleicht um zu optimieren. Selen anscheinend nicht genug da und wahrscheinlich auch nicht Silizium, vermute ich mal. Von daher an etwas Weizengrassaft könnte dir da Abhilfe schaffen oder vielleicht doch die andere Paranuss. Vitamin D und Vitamin B12 sollten supplementiert werden. Ansonsten Ernährungsform ganz gut. Meine Erfahrung mit dieser Ernährungsform, noch ein ganz gut Fazit. Ich praktiziere fast diese Ernährungsform. Ich habe zwei Lebensmittel drin und zwar genau diese, komischerweise. Gekeimte Leinsamen konsumiere ich immer zu sehr polyphenolhaltigen Lebensmitteln und anthocyanhaltigen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Blaubeeren, damit diese fettlöslichen Stoffe auch wirklich gut aufgenommen werden. Ich habe ein Video ebenfalls dazu gemacht. 15 mal mehr Nährstoffe, wenn du bestimmte Kombinationen mit Fetten interagierst. Ja, und diese Lebensmittel habe ich damit dabei. Ich mache Leistungssport auf jeden Fall. Ich mache nicht nur ein bisschen Fitness, sondern ich hebe wirklich sehr, sehr schwere Gewichte und ich fahre auch Rennrad. Ich brauche mehr Proteinbiosynthese, mehr Leucin, mehr Lysin vor allen Dingen. Deshalb konsumiere ich noch gekeimte Hülsenfrucht, eine, die ich euch mal vielleicht irgendwann zeigen werde, in meinem Folie of Eating, was ich so esse. Wenn ihr das sehen wollt, das Folie of Eating, was ich so esse, dann schreibt es mir bitte nicht in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, aber auf die Glocke drückt, damit ihr immer informiert werdet, wenn das Video kommt. Hoffe, dass wir uns gleich wiedersehen auf vitasomal.de, meine liposomalen Supplements. Wir haben ein neues Produkt. Schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei. Viel höhere Bioverfügbarkeit als sonst. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.